wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. 17 Millionen. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheit? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Das ist wie in China. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Gut, allerdings leben da ein paar mehr Menschen als bei den Quarianern. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten? Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen was über die Geth wissen. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft. Was sie waren, als wir sie erschufen, und wie sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Die Geth unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Nichts verstanden. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Geth sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden.
Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geht zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Geht als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geht sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geht permanent zu deaktivieren. Die Geht haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geht waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geht noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geht uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Ich kann kaum Mitleid mit Ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geht überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Konsequenzen muss man ja nun mal leben, ne? Hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen sie je in Kontakt getreten sind? Wir haben Saren nicht getötet. Und was sagt uns das? Die Geht sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Die sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. Vielleicht werden wir dazu noch ein bisschen was erfahren. Oder bestimmt sogar. Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, dass sie einfach alle töten wollen. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte, aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Auf Wiedersehen. Das war jetzt Batzen Informationen über die Quarianer, die vor 300 Jahren halt die Geth erfunden haben, die irgendwann sich auflehnen wollten. Ja, so ist es zum Krieg gekommen. Ein bisschen was über die Pilgerreise. Batzen Informationen auf jeden Fall. Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor ja, Sie so starten? Ja, so ist das. Was können Sie mir anbieten? Mit den Quarianern und den Geth. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianz. Gut, Geth weiß man nicht, wie die darüber denken, weil, trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und ja, mit denen kann man ja jetzt schlecht reden, ne? Meine Waren stammen nicht aber die Quarianer sind halt voll gegen die Geth und wollen die am liebsten auslöschen. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Da kann man jetzt aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Nicht so viel zu sagen. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren.
Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Oh, er hat aber schon bessere Sachen als die, die ich habe, wa? Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von denen brauchen kann, deswegen, ja, machen wir noch. Hallo? Ah. Okay, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist, als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Ja, das stimmt. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadellsicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadelle wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadellsicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadellsicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Ja, hört sich gut an. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. So, hier den Marco nochmal untersuchen, nochmal ein bisschen. Jetzt haben wir hier noch Rex und Ashley und natürlich hier die ganzen Ausrüstungsspins. Nee, überall gibt es ja nichts. Naja, aber ich will, warte mal, kann ich meine hier eigentlich machen? Ja, ich kann hier nur Talentpunkte verteilen, das ist natürlich doof. Ach nee, ha, Ausrüstung, Junge. Dann muss ich mal schnell das machen. Alle ausrüsten. Ja, komm, nehmen wir. Ja. Dann nehmen wir das noch rein. Hier. Ja, komm. Die. Hier muss ich ja eigentlich. Ja. Hier kann ich ja schlecht sagen, auch nee, ich will nur die und die Waffe. Ein bisschen. Ja, die macht zwar mehr Schaden. Ja, ich nehme mal die. Ja, komm. Da nehmen wir noch den. Das ist, glaube ich, bei der sowieso ganz gut. Hier kann ich. Ja, komm. Nee, warte mal. Wie mache ich den da wieder raus? Ich möchte den gerne entfernen. Achso, einfach auf leer. Okay. Ja. Nee. Okay. Das war Shabbat. Bei Tali gucken. Dann kriegst du mal das hier. Naja, sie ist jetzt halt gerade da. Ne? Ja, kriegt sie das. Kriegst du den noch? Dann dürfte ich jetzt. Ah doch, ich hab da noch was. So. Und hier habe ich nichts mehr. Ist ja genau dieselbe. Dann das. Ja, wobei, die benutzt sie, glaube ich, gar nicht. Brauchst du nicht. Okay. Nächste. Rex. Hier. Okay, da habe ich nichts mehr. Die Bombgong. Das ist schon eigentlich eine gute, wa? Aber die macht schon gut viel mehr Schaden, also würde ich schon definitiv nehmen. Pistole ist, ja. Ja, du brauchst es auch nicht. Für dich haben wir auch nichts. Und Garrus. Naja, kriegst du das? Nee, hier brauchst du nicht. Hier kriegst du auf jeden Fall eine bessere. Dann kriegst du noch
sie. Und das war's. Jetzt gucke ich halt bei den anderen nochmal schnell durch, ob es was gibt, was besser ist als das, was die momentan ausgerüstet haben. Okay, und dann kommt noch kurz Ashley. Hier gibt's nix. Ja, kriegst du die. Kriegst du die. Ja, eigentlich brauchst du nichts anderes. Ne, die ist best, das ist best. Na ja, gut, Tech-Biotik-Schutz ist weniger. Das ist natürlich doof. Hier sind die Schilder, der Schadensschutz ist ein bisschen geringer, aber... Weil das Ding sieht scheiße aus. Man muss ja auch mal sagen, man muss ja auch ein bisschen darauf achten, wie das alles aussieht, ne? So schlecht ist ihr normales Ding jetzt nicht. Und sie hat ja noch das hier. Also, da kann man noch ein bisschen... Na, kriegst du das? Das kann ich bei mir auch noch mal schnell einstellen. So. Physiklimit, aha. Ja, wir nehmen die Servogelenke. So. Dann... Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Wünschte, du da duzen die sich, sonst siezen die sich immer. Persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Die Geats sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich. Sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wenn man nicht drauf achtet, wa? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort... Aber ich würde mich gern später mit ihm unterhalten. Treten, Chief. Sir? Dann geh ich halt wieder und rede ich noch kurz mit Rex. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie geschützt wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Aber davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Nein. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salamianer. Passt irgendwie gar nicht die Frage. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Ich verstehe. So. Shepard. Noch ein bisschen mehr über Rex... beziehungsweise über die Genophage erfahren. Jetzt nicht unbedingt viel, aber immerhin ein bisschen. Aber wir haben jetzt mit allen geredet. Hier auf der Normandy.
Und das bedeutet endlich lädt das Spiel nach. Nein, das bedeutet natürlich, endlich geht es wieder in den Weltraum. Endlich gibt es wieder Action. Puh, denn das hat ja auch lange... Das hat auch lange genug gedauert, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wie viele Folgen das jetzt waren auf der Citadel, aber jetzt reicht's. So, hier gibt's nix, okay. Hier ist Liaras Ausgrabungsstück, da gehen wir jetzt allererstes hin. Die müssen wir jetzt natürlich suchen. Ja, wir wollen da hinreisen. Jetzt sehen wir noch, wie die Normandy von der Citadel abdockt. Und da ist er weg. So, da sind wir. Hier rausgehen, 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 rausgehen. Wir sind ja da. Speichern. Ich werde nämlich jetzt rendern, weil meine Festplatte sonst voll wird. Bis zur nächsten Folge.